Hallo, ich bin Umelma. Ich bin die Frau Müller, die Verkäuferin. Hallo, ich bin Neda, ich bin Sekundenfilm. Und ich bin die Kamerafrau. Mein Name ist Ndella. Hallo, ich bin Nur. Ich bin das Mädchen mit Kopftuch in dem Film. Hallo, ich bin Lina. Ich möchte euch heute über mein Erlebnis beim Einkaufen erzählen. Ich bin leider stumm, kann dafür aber alles gut verstehen. Ich bin in Deutschland geboren, aber alle halten mich für eine Ausländerin. Ich wohne in Borna, wollte einkaufen gehen und dann passierte es. Im Laden suchte ich nach dem Buch Harry Potter. Ich fand es nicht und wollte nachfragen. Also bin ich zu einer Verkäuferin gegangen. Zuerst ignorierte sie mich und als sie sich umdrehte, blickte sie unfreundlich. Was denn? Sehen Sie nicht, was ich zu tun habe, du Ausländer? Das hat sich nicht gut angefühlt und ich fühlte mich sehr unwohl. Ich war nicht allein im Laden. Ich bemerkte, dass eine Kundin auf mich zukam. Sie las sich meinen Zettel durch und zeigte mir, wo das Buch Harry Potter ist. Wir gingen zusammen zur Verkäuferin und gaben ihr entschlossen einen Zettel. Sie öffnete ihn und blickte erwischt. Die Verkäuferin blickte uns schuldbewusst hinterher, als wir rausgingen. Hast du geholfen? Wärt ihr freundlicher als ich gewesen? Was hättet ihr an meiner Stelle getan? Danke, danke an die Buchhandlung! Und noch mein persönliches Dankeschön an Elke. Ja.